So, jetzt wird es Zeit. Lass uns mal ein bisschen zurücklehnen, oder? Ah, endlich, du, ich sag's dir. Und, war ein voller Tag, hä? Hast Durst? Auf jeden Fall. Was haben wir da Gutes? War das Fläschchen auf. Ja gut, die Minibar hier in unserem Chalet, die war ja exquisit. Ja, das meiste haben wir schon weg. Bestückt und den Wein kenne ich sogar noch von meinem letzten Aufenthalt. Ja. Hier der Cuvée aus Baden. Und letztes Mal war ich ohne Frau unterwegs. Ja, also aber ich kam mit Kids und mit Kumpel und er hat auch nochmal zwei Kids dabei gehabt. Das heißt, ich habe mir den Wein gegönnt mit meinem Kumpel zusammen. Nice. Und muss sagen, das ist auch gar nicht so oft der Fall, aber der hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und umso mehr habe ich mich gefreut, dass der immer noch fester Bestandteil ist von der Minibar. Hervorragend, ja. Soll ich dein Mikro halten oder soll ich auch? Halt du mal das Mikro, ja. Ist ja für uns ja auch Neuland. Also, kein Korken ploppt. Obwohl. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich habe schon ein ganz trockenes Mündele. Mündele verrät ja auch einiges. Ich glaube, wir sind beide aus Stuttgart. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Ah, riecht gut. Komm. Zum Wohle. Zum Wohle. Jetzt ist der gemeinsame Urlaub. Und, ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, aber der erste gemeinsame Urlaub ist schon fast rum. Ja. Morgen geht es wieder nach Hause. Trotzdem jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen den Aufenthalt, den Urlaub mit den Familien Revue passieren zu lassen. Wo sind deine jetzt gerade? Wo hast du hingesteckt? Du, wir waren vorher im Swimmingpool, sind gerutscht wie die Wilden. Die Mädels sind jetzt gerade platt. Die föhnen sich wahrscheinlich gerade die Haare und chillen vorm Fernseher einfach mal gemütlich. Bald gibt es dann Abendessen. Ja, genau. Ja, ich habe meine nochmal, auch wenn es regnet oder schneit, mit dem Bollerwagen hier losgeschickt, ja. Um mal sich ein bisschen Oberhof anzuschauen, denn da sind wir. Im The Grand Green, ein Haus der Familux Resorts in Oberhof, Thüringer Wald. Bist du beschäftigt immer noch? Ne? Nee, das war der VfB, oder? Möglicherweise. Das war hier der Kicker, VfB spielt doch gerade. Sowas. Kein Thema. Also, Familie ist untergebracht. Du genau, hast zwei Kids, zwei Mädels, 3 und 5. Korrekt. Meine zwei Jungs sind auch 2 und 5. Von daher ist das schon mal ein super Start gewesen. Die haben sich zum Glück auch gut verstanden. Ja. Es hat gut geklappt. Ja. Naja, und deine Große und mein Großer, die haben sich ja gestern direkt hier nach dem Abendessen aus dem Staub gemacht. Ja, sind losgezogen. Nicht an die Bar, wie es ich gerne mit meiner Frau gemacht hätte, aber halt nicht geklappt. Nein, aber die haben ja das Hotel erkundet zusammen und dann saßen sie wie so ein altes Ehepaar an so einer Slotmaschine und haben gezeichnet, Memory gespielt und weiß Gott was alles gemacht. Ja, also Slotmaschine, wir wollen ja keine Angst machen hier für Familien, die sich vielleicht noch einen Aufenthalt hier vorstellen können im Grand Green, sondern es war natürlich so ein überdimensioniertes iPad, wo man halt da die verschiedensten Spielchen machen kann. Gewagt? Ja, weil wir jetzt beispielsweise jetzt nicht so die Familie sind, die irgendwie mit dem iPhone, iPad oder sonst was am Tisch sitzt. Ihr auch nicht. Nee, deswegen, man lernt sich ja auch erst so kennen, gell? Das erste gemeinsame Abendessen. Eben, deswegen sind die auch da direkt hingerannt. Ja. Weißt du, endlich darf ich mal. Ja, genau. Ja, die war froh, dass wir beschäftigt waren. Also für so jemanden natürlich ist das so ein bisschen der Joker, wenn man sich da auf so einen Aufenthalt hier natürlich mal mit, so ein Abendessen einfach mal bis zum Ende entspannt. Voll. Durchziehen möchte. Und es dauert ja dann auch ein bisschen länger, weil ich weiß nicht, wie viele Hauptgänge du gegessen hast. Etliche. Und das war so gut. Ich hätte noch viel mehr essen können. Ja. Aber ich konnte nicht mehr irgendwann. Das war, glaube ich, 3 oder 4 Mal bin ich da hinspaziert. Ja. Und das ist ja nicht so wie bei einem Buffet, wo du dann dir irgendwie da Massen das Zeug auf den Ganz Teller genau, hast, sondern ja. Da sind Köche, die machen Live-Cooking, die portionieren das und richten das so wunderschön an. Das ist einfach auch schon das ein Erlebnis, finde ich. Ja. Erlebnisse gibt's und gab's genug. Können wir mal so ein bisschen der Reihe nach durchgehen. Ja, ich springe schon wieder rum. Aber ich sehe es genauso. Also das heißt nicht, wenn die Menükarte am Abend so eine DIN A5-Seite umfasst, dass du nicht alles essen kannst. Also ich schaff's eigentlich hier regelmäßig. Und das Geheimnis ist natürlich das, du sagst einfach dem Koch, die nebenbei super, super, super nett sind. Voll. Und gesprächig. Und auf dich zugehen, offen. Ja, manchmal ist es ja so, dass du Personal
im Haus, im Hotel, im Restaurant erst ein bisschen wachkitzeln, ist das falsche Wort, aber ein bisschen für dich öffnen musst, damit sie auch wieder sich so ein bisschen als Mensch, als deinesgleichen fühlen. Meine Wahrnehmung, aber ich hab, hier war das anders. Die waren selbstbewusst, stehen sie dahinter und dann, ja, wie gesagt, portionieren sie halt, weil sie ja wissen, du warst schon dreimal da. und hast Hauptgang 1, 2 und 3 und jetzt kommt halt immer. Und heute Abend werden sie dich kennen. Heute Abend spätestens kennen sie mich, ja. Ja, nee, ich hatte auch eine schöne Begegnung. Lass uns später nochmal drüber reden, wenn wir beim Frühstück angekommen sind. Ja. Da hatte ich ein tolles Gespräch. Wir fangen ja hinten an. Also. Ja. Auch mit einer der Frühstücksköchinnen. Das war einfach schön, wie ich habe mich kurz mit ihr unterhalten. Die hat so gestrahlt bei dem, was sie getan hat und das so liebevoll gemacht. Und sind wir ins Gespräch gekommen, hat sie auch gemeint, hey, ich finde es hier einfach auch schön. Es ist so eine angenehme Atmosphäre und das fängt schon ja tatsächlich bei der Führungsriege an und im Team untereinander herrscht da ein ganz menschlicher und normaler Ton. Man kann auch mal mit seinen Sorgen, Nöten auf die Leute zugehen und mit denen quatschen und dem Hoteldirektor ist es auch ganz wichtig, dass diese Atmosphäre so herrscht, hat sie erzählt, denn das Credo lautet, sobald da schlechte Stimmung intern ist, wird das sich ausstrahlen auf die Gäste und die merken das, natürlich merken die das. Mhm. Und ich finde, genau das, was du beschrieben hast, zeigt ja auch, ihnen gelingt hier, dass sie die Gäste abholen und trotzdem, weil sie tun können, was ihnen am Spaß macht. Mhm. Ja. Ja, und das muss man vielleicht an der Stelle noch einwerfen, dass wir jetzt hier nicht die neuen Klugscheißer sind. Wir sind die alten Klugscheißer. Die alten Klugscheißer, mittlerweile, die das Hotelteam befragt. Sondern wir beide haben natürlich einen großen Hotel-Hintergrund. Du hast die ein oder andere Hotelkette sogar von Anfang an mit aufgebaut. Ich bewege mich auch in der Welt der Hotellerie Woche für Woche. Und deswegen haben wir natürlich mal so einen Blick, vielleicht auch eine andere Nähe, weil wir ganz genau wissen, wer steht und sitzt da auf der anderen Seite. Ja. Und denke, können uns deshalb auch erlauben und vielleicht auch jetzt, weil so ein paar Sachen gibt es natürlich auch, wo man sagt, ja, gut, kann man noch mal anders oder besser machen. Lass doch auch da noch mal ein bisschen zu sprechen. Ja. Absolut gerne, ja. Ja. Weil, ich glaube, Hotels haben wir beide schon genug gesehen. Etliche. Etliche, ja. Aber die Leidenschaft macht's. Ja. Ist einfach schön. Und das ist schon ein Unterschied, gell? Geschäftlich unterwegs zu sein oder halt mit Familie. Absolut. Und gerade bei so einem Aufenthalt wie jetzt, du kannst halt aber auch manchmal dein Hoteldenke schwer ablegen. Da denkst du auch, dieser eine von, komm schon, das wäre perfekt dann noch. Aber ja, so ist es. Gut, vielleicht ist ja unser Auftrag auch in Zukunft so ein bisschen die Inhaberfamilie oder auch natürlich das Management an sich, die Mitarbeiter, da noch im einen oder anderen Punkt zu inspirieren. Und das ist natürlich immer dann auch nur gut gemeint an der Stelle. Absolut. Im Gegenteil, also wenn wir was nicht machen wollen, sind es Menschen, die Pfanne hauen. Wir wollen ja. Auch Teil dieses tollen Erlebnisses sein und vielleicht können wir ja was beitragen. Ja, denn sowas muss es natürlich mehr geben. Familux, The Grand Green, ich kenne auch den Dachsteinkönig in Österreich. Ja, das ist natürlich einfach nur Qualität. Ja, würde ich mal so einfach übergeordnet sagen, wenn wir aufs Produkt zu sprechen kommen. Du hörst mich nicken. Ich hör dich nicken, ja. Genau. Der Schwabe sagt ja eigentlich, da gibt es das Sprichwort bei uns. Nichts, naja, komm jetzt her, hilf mir. Ja. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Nicht gemeckert ist gelobt genug, richtig, ja. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Aber ja, gehen wir mal ein bisschen aus uns raus. Ja. Und Qualität, ja. Ich meine, da kommst du hier, fährst hier vor. Fühlst dich natürlich nicht nur wie im Fünf-Sterne-Haus und du bist am Ende irgendwo auch im Fünf-Sterne-Haus. Und neben dem netten Willkommensgruß und der Möglichkeit, das Fahrzeug abzugeben, das für dich ausgeräumt wird, für dich in die Tiefgarage gefahren wird, klappt auch nicht in jedem Fünf-Sterne-Haus. Hab ich schon gesehen und gehört. Kriegst du erstmal deinen Welcome-Drink. Und wir sind im Familienhotel. Natürlich nicht nur die Eltern bekommen einen Welcome-Drink, sondern die Kinder bekommen gleich noch an der Rezeption beim Empfang so ihre mit Namen versehene kleine Flasche ausgehändigt, was ich schon mal cool finde. Bei meinen Mädels war sogar noch ein Herzchen draufgeschrieben worden. Ja? Ja, das hat mich so unglaublich gefreut, diese Flasche zu bekommen und ja. Vielleicht hat er sich auch verschrieben, hat dann einfach nochmal ein Herzchen drüber gemalt. Wir wurden von der Schwabe. Der Schwabe wird so machen.
wenn er zu viel falsch geschrieben hat, ein Bus. Nein, aber wie du sagst, du fährst hier vor und ja, wir waren schon mal in dem einen oder anderen Familienhotel. Wir waren jetzt nicht in 5-Sterne-Luxushotels, wie in den Familux-Hotels, ehrlich gesagt. Und es ist schon beeindruckend und es ist schon nochmal ein anderes Ankommen, wenn du quasi dich um nichts mehr kümmern musst. Es ist, es fängt da schon an. Alles wird theoretisch ausgeräumt. Das wollte ich jetzt nicht, weil mein Auto sah aus wie Sau. Wir hatten zwar jetzt nicht die lange Fahrt, aber zwei hungrige Kids im Auto und die haben alles vollgebröselt. Und ja, da wollte ich jetzt erstmal niemanden reinlassen. Aber da habe ich sauber gemacht, ausgeräumt. Ja. Gut. Und dann wurde das Auto weggebracht. Ja. Jetzt gibt es hier im The Grand Green das Haus, ich wollte schon Stammhaus sagen, aber so alt ist es ja nicht, Ende 2022, glaube ich, eröffnet. Ja. Und es gibt die Chalets. Und wir sind jetzt gerade hier in einem der dieser wunderschönen Chalets, die einen Blick haben, unverbaut eigentlich hier auf den Thüringer Wald. Und hier hast du aber gar nicht die Möglichkeit, ja mit dem Auto herzufahren, sondern da musst du halt dein Auto abgeben und es wird dann über so kleine Golfkarts vom Hotelpersonal eben das Gepäck hergefahren. Und klar, ist am Ende so und so und ist nicht so, dass man da sein, ja, alles ja auch zulassen muss. Das ist ja auch das Schöne, ne? Es ist ungezwungen vom ersten Moment an. Ja. Total. Nee, eben. Und das, genau, es ist nicht so dieses verzwungene Luxusgefühl, wo du Angst hast, ich habe keine Krawatte an, oh Gott, was mache ich denn hier? Und die sehen alle so stylisch aus oder wie auch immer. Nee, im Gegenteil, das ist so ein herzliches Willkommen heißen und ja, du kannst einfach sein. Mhm. Und das fand ich sehr angenehm. Auch das Personal, das Team am Frontdesk war so herzlich, hat auch direkt, wo die Kids vielleicht doch manchmal ein bisschen zurückhaltender sind, die haben die direkt für sich gewonnen, die durften auch dann ihren kleinen Kindersekt trinken. Ich finde es auch gut, der Frontdesk, das ist ja so, das ist ja wie so ein Baumstamm und da gibt es eben nur so einen kleinen abgesägten Baumstamm, wo eben sich die Kinder da draufstellen können, um so ein bisschen direkt noch drüber auch in den Computer reinzuschauen. Aber klar, ist ja am Ende auf Familienkinder ausgelegt, von daher ist das jetzt für mich gar nicht mal die große Überraschung. Was ich extremst und jetzt ja, unsere Ansprüche, wie du sagst, wir treiben uns jetzt nicht nur in 5-Sterne-Häusern rum, das nicht und sind auch nicht so groß geworden, aber klar, also wenn ich hier ankomme und dann auch, und das ist jetzt der nächste Punkt in dieser Urlaubsreise, einfach nur diese Treppe runter, diese coole, wirklich tolle, auch architektonische Treppe runtergehe und da unten erstmal Sitzgelegenheiten, vor allem aber auch Kleinigkeiten zum Essen und Snacks und Getränke angeboten werden, um nach der Anreise den Hunger zu stillen. Ist ja auch oft mal so, ja, total. Jetzt erstmal ne, vom Essen, vom Hotelzimmer beziehen oder Chalet beziehen, erstmal den Hunger stillen, aber wie? Ja? Muss ich jetzt gleich wieder aus dem Hotel raus? Diese kleinen, süßen Plätzchen, die es da überall gab, wunderschön hergerichtet und zwar ein riesengroßer offener Raum, wo manche vielleicht auch architektonische Herausforderungen hätten, das Ganze zu unterteilen, aber du fühlst dich nirgends, wo du sitzt, beobachtet. Es sind alles so kleine, süße Eckchen, wo du dich niederlassen kannst und dann eben natürlich am Buffet bedienen. Meine Mädels haben natürlich direkt den Softeisspender entdeckt, der in die Wand eingelassen ist. Okay. Und da muss man dann erstmal hin. Ja. Also erst Eis und dann? Erst Eis und dann. Was Salziges eventuell. Ja, ja. Also noch einen Kuchen. Ich finde den gar nicht so dominant. Also vielleicht, ja, nee. Wenn den Softeisspender? Spender. Der ist relativ dezent gehalten. Der ist. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber ich weiß nicht, die Mädels, die haben wahrscheinlich so ein Soft-Eis oder so ein Eis-Spür-Kinder. Aber hängt natürlich auch mit der Größe der Kinder zusammen, ob sie da jetzt über die anderen Theken rüberschauen können und dann den Soft-Eis-Spender sehen oder auch nicht oder schon mal da waren oder auch nicht und so weiter. Absolut. Und du hast natürlich dann auch direkt den Blick auf den coolen Swimmingpool mit den Rutschen und allem Möglichen, was du auch schön, dann sitzt du da, isst du dein Eis, und dein Kuchen, trinkst du noch einen Kaffee. Oder weißt eigentlich gleich, wie es schon weitergehen könnte. Genau, ja, war echt beeindruckend und auch echt, da gibt es so viel zu entdecken, da gehst du ums Eck und dann sitzt da plötzlich eine Ziege. Und du denkst, hä, was macht denn die Ziege da? Und ich sehe das Häschen, aber da ist ein kleiner Stall eben mit einer schönen großen Fensterfront, wo du den Tieren zugucken kannst. Super schön. Ja, auch so, du hast vorher von diesen verschiedenen Sitzgelegenheiten gesprochen. Ja.
da braucht man einfach ein bisschen Zeit und braucht man ein paar Tage, vielleicht auch einen zweiten Aufenthalt, um diese Architektur dann nochmal in Gänze auf sich wirken zu lassen. Und es heißt ja The Grand Green und wir sind mitten im Thüringer Wald, mehr Natur um so ein Hotel rum kann es ja auch eigentlich gar nicht geben. Also hier führt ja auch gleich der Weg in Wald rein. Ja. Und Thema ist natürlich Wald. Und so komme ich mir ein bisschen vor, dass man halt einfach so in so einem Baum irgendwo sitzt und der eine sitzt auf dem Ast, der andere auf dem Ast. Absolut. Ja, selbst wenn der ganze Baum voll ist mit irgendwelchen Vögeln, sind es aber alles so unterschiedliche Welten und Ebenen und kleine Nester, ganz genau. Ja. So fühle ich mich. Und so habe ich mich eben nicht nur in diesem Bereich gefühlt, wo es eben nachmittags nochmal so einen Snack gibt oder nach Ankunft einen Snack gibt, sondern das zieht sich so ein bisschen durch, ja, bis in den Restaurantbereich, wo man eben dann frühstückt oder Mittag isst oder zu Abend isst, wenn es man auch satt, glaube ich. Definitiv. Also ich hatte, glaube ich, hier kaum ein Hungergefühl, weil es einfach immer was zu futtern gibt und das halt auch so schön angerichtet immer. Also ich kann aber das ist natürlich auch subjektiv. Was ist dir aufgefallen? Aufgefallen nichts. Es ist einfach eine Feststellung. Ja. Da muss man dann auch eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag legen, dass du halt einfach noch mit Hunger auch zum Abendessen kommst. Ja. Weil gestern habe ich einfach zu spät nochmal mir den Snack da gegönnt und glaube auch nochmal ein Eis und noch das Eis von meinem Sohn mit aufgegessen. Und das ist einfach nur schade. Weil sonst kommt irgendwann das Gefühl auf, dass du halt dann doch von allem zu viel hast. Ja. Und das finde ich jetzt auch nicht so sexy. Nee, ein guter Hunger ist schon wichtig. Also gerade bei dem leckeren Essen, dass man da drei, vier Mal dann auch ja, und da darf man sicherlich auch nicht vergessen, wie gesagt, das sind so auch persönliche Meinungen, die man natürlich teilen, aber man hat halt, können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, in so einem Hotel ist ja einfach irgendwo Disneyland. Ja? Das heißt, wenn du jetzt auch als Eltern wirklich auf gar nicht viel Bock hast, dann finden die Kinder hier tagelang immer neue Ecken und immer neue Gelegenheiten, Sachen zu entdecken und auszutoben. Aber ja, für mich jetzt persönlich, Hunger entsteht bei mir auch dadurch, dass ich halt in der frischen Luft bin. Ja. Und von daher musste ich da heute dann definitiv auch mal raus. War nicht einfach, muss ich sagen, die Kinder mit rauszunehmen. Es war und sie jetzt nochmal hier ins Schneegestöber mit dem Bollerwagen zu schicken mit meiner Frau. Aber geht nicht ohne. Ja. Weil auch da nicht ausgetobt und so weiter. Das schaffst du eigentlich nicht. Darauf haben wir heute verzichtet. Die Mädels waren ein bisschen angeschlagen, dachte ich mir. Lieber nicht, weil der Wind schon garstig war. Ich bin vorher mal in die Stadt reingelaufen, oder in die Stadt, nach Oberhof, die 500 Meter da. Ja. Auch süßes Städtchen, kleine süße Cafés da. Mhm. Aber schwierig mit dem Wind, der dir dann ins Gesicht schlägt. Ja. Und der war heftig, ja. Eklige Tröpfchen, das war dann, dachte ich mir, nee, ich lass die lieber drin. Ja, das wird nicht immer so sein, aber natürlich sind wir hier immer noch irgendwo einen Berg hochgefahren. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Meter, will auch nicht schätzen. Ich habe gestern mal geguckt. 800 oder was? Genau, 800 Meter sind wir hoch, aber es geht ja schon so ein paar Kurven hoch. Es ist sicherlich kein 3000er, aber es fühlt sich so an. Ja. Ich meine, wenn jetzt, du kommst aus Leipzig, ich komme aus Stuttgart, ursprünglich Stuttgart auch bei dir, aber mittlerweile eben wohnhaft in Leipzig. Aber das fand ich schon gut. Von der Autobahn dann, da beginnt dann der Urlaub bei der Autobahnausfahrt und dann geht es eben hoch. Ja. Und dann wird es halt immer grüner und irgendwann bist du in diesem Oberhof halt oben angekommen. Ja. Nee, und der Ausblick ist schon beeindruckend. Ist ja wirklich, wie du sagst, unverbaut. Du hast einen tollen Blick auf den ganzen Wald. Selbst wenn du im Restaurant, am Pool, wo auch immer bist, natürlich hier vom Chalet, ist bombastisch. Ja. Ich kenne jetzt, du vielleicht auch, die Architektin, die Frau Dr. Blasi, und weiß von ihr, dass sie ja selbst auch Enkelkinder hat. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass sie hier einfach nochmal alles in die Waagschale reingeschmissen hat, was sie in ihrer Karriere, und die dauert schon eine Weile an, gelernt, erfahren, gesehen hat. Mhm. Ja. Und hier einfach nochmal so das perfekte Familienhotel irgendwo auch für ihre Enkelkinder bauen wollte. Es muss für sie, weil es halt auch eine wahnsinnige Dimension ist, doch auch sehr stressig gewesen sein, weil ich habe sie immer mal wieder gesehen und gesprochen, aber am Ende war es eine Herzensangelegenheit und ich glaube, sie hat sogar ein Kinderbuch noch verfasst, das so ein bisschen diesen Bau und diese Projektentwicklung einfach Weißt du, wie lange die gebraucht haben?
Das weiß ich nicht. Nee. Ja. Ich weiß, dass hier früher wohl auch ein Hotel stand. Ja. Aber ansonsten müsste man sich da einfach noch mal ein bisschen hier mit beschäftigen. Auf jeden Fall. Aber wir haben hier die Perspektive des Gastes. Ja. Wollen ja auch vielleicht gar nicht alles. Ja, doch, wollen schon, ne? Weil wir sind ja interessiert. Ja, also ich finde es einfach nur interessant. Ja, ja, eben. Und wenn du erzählst von der Frau Dr. Blasi, warum nicht mal fragen? Aber ja. Warst du im Pool? Natürlich war ich im Pool. Und ich fand das sehr angenehm. Also auch überhaupt nicht voll. Vor allem fand ich toll, dass wir da enorm gut Platz gefunden haben. Also da gibt es ja viele dieser kleinen Daybeds über den ganzen Poolbereich verteilt, auch kleine Nischen, bei denen man sich niederlassen kann. Und es war sehr angenehm. Also schön warmes Wasser. Die Mädels wollten die ganze Zeit diese kleineren Rutschen rutschen. Mhm. Ich habe sie tatsächlich auch überredet, mal einmal mit mir die großen zu rutschen. Und ja, das war, bist du mal gerutscht? Die große noch nicht, nee. Mach's nicht mit deinen Kindern. Also die Hügelrutsche bin ich gerutscht und ja, die rechts daneben ist, wo meine Frau sich dann gefragt hat, ob ich da nicht stecken geblieben bin. Aber das habe ich letztes Mal schon gemacht, ja, hat funktioniert. Die sind auch darf man hier cool gar nicht so sagen, ne? Weil ich glaube, ja, also, gewisse Altersbeschränkungen wird angegeben. Von dem, was wir hier essen, ist auch die Gefahr, dass man da stecken bleibt. Aber ja, die große ist schon echt cool. Also das, okay, da kriegst du richtig Speed drauf. Ja. Aber ich bin ja mit meiner 5-Jährigen da runtergeheizt, ja, in diesem hast du da so Ringe oder? Genau. Okay. Und da kriegst du ganz schön Tempo, okay, drauf. Also einmal sind wir fast umgekippt, konnte ich gerade noch so auffangen, aber sie wollte danach auch nicht mehr rutschen. Ja. Also da hatte sie zu viel Respekt und tatsächlich ist meine Frau sogar mit der 3-Jährigen, wahrscheinlich dürfen wir das gar nicht erzählen, aber die andere Rutsche ohne Tube da runtergeheizt und die hat es ganz schön rumgedreht. In der Mitte der Rutsche kommst du dann in so einen Kreisel rein und dummerweise ist die halt rückwärts dann, okay, in den weiteren Part da reingerutscht. Und ja, da hat sie sich erstmal orientieren müssen dann. Also es war nicht sehr angenehm für sie, aber ich musste es danach einfach ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, geil, was für eine Adrenalin. Ja, für mich so ein bisschen sinnbildlich. Das ist halt nicht einfach nur ein Schwimmbad und eine Rutsche, ja, oder kommen noch ein paar Beispiele, sondern es ist halt immer einfach besonders gut. Ja? Mhm. Da wird dir halt nicht nach einmal langweilig. Und wenn du mir das so erzählst, danke für den Tipp, werde ich da morgen früh vor Checkout, glaube auch nochmal eine Rutsche einplanen. Weißt du was, wir machen ein Rennen. Du kannst dann nämlich die Zeit stoppen. Ach was? Ja, und dann stoppen wir die Zeit. Okay. Alright. Gut, dann hole ich mir noch so einen Neoprenanzug irgendwo in Oberhof. Nein, und dann du musst ja eigentlich nackt rutschen, da kriegst du am meisten Speed drauf. Okay, gut. Dann trinken wir noch die Minibar heute Nacht leer. Dann gehen wir gleich morgen um 7 Uhr, wenn es aufmacht. Ja. Ich glaube 7 Uhr. Meine Frau ist ja leidenschaftliche Schwimmerin, ja, und war gestern um 7 Uhr schwimmen, heute um 7 Uhr schwimmen. Schön. Ich habe noch weiter gepennt mit meinen 2 Jungs. Also, ja, so kann man schon den Urlaub auch angehen lassen. Warte mal im Spa, also im Adults-Only-Bereich. Du sprichst mich auf meine sensibelsten Themen an, weil genau dafür fehlt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber da muss ich einfach konsequenter auch sein. Ja. Ich habe es beispielsweise nicht hinbekommen. Kann ja nächstes Jahr schon wieder anders aussehen, meine Kinder in diesem, wie heißt das, Kids Club zu schicken. Ich wollte schon sagen, zu stecken. Ja, da bin ich auch ganz gemischt. Die bieten da ein Programm an, spektakulär. Ich habe ja reingeguckt durch die Glasscheiben und alles. Also wäre ich noch Kind, vielleicht hätte ich es gemacht. Ist am Ende Typsache. Ja. Aber naja, am Ende war und bin ich natürlich doch irgendwo der Vollzeitbetreuer hier. Ich teile deine Meinung und es ist so schön, einfach mal einen Familienurlaub zu haben, in so einer tollen Umgebung Dinge zusammen zu erleben. Und die Mädels, oder wir sind zusammen durchs Hotel gelaufen und waren dann heute Nachmittag kurz beim Kids Club. Mhm. Und dann haben die sich halt schockverliebt. Okay. Du hast da so viel zu entdecken. Da ist ein Klettergerüst, da ist eine Kletterwand, da ist eine ganze Puppen-Area. Da ist so viel zu erleben und dann wollten die auch nicht gehen. Okay. Und aber wart ihr dann mit, oder? Wir waren da dabei, weil wir uns das auch angucken wollten. Aber dürft ihr dabei bleiben? Wir hätten auch da bleiben dürfen. Okay.
Und die Mädels waren aber so vertieft in ihr Spiel und meine Frau, die wäre eigentlich auch am liebsten noch dort geblieben, weil ja, wir sind als Familie hier. Aber ich habe sie überreden können, dass wir zusammen wenigstens jetzt kurz mal eine halbe Stunde uns die Zeit nehmen und ins Spa gehen. Und da habe ich eben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Wir haben schnell einen Bademantel geholt und sind da halt runter rein. Ja, und das Spannende ist ja, das Spannende dabei war, ich habe wirklich erwartet, dass da sehr viel los ist. Aber wir waren in dem Moment alleine, wahrscheinlich weil es gerade so um die Mittagszeit war, viele Mittagsschlaf gemacht haben, Mittagruhe oder Mittagessen. Wie auch immer. Oder nur so Eltern, die es nicht auf die Kette kriegen wie ich. Ja, wer weiß. Sich mal von den Kindern aber lösen. Eben, und umso schöner war es für uns da quasi so wirklich ein private Spa. Das hättest du dich vielleicht heute schon nackt gesehen, nicht erst morgen früh. Ist doch so, oder? Ja, ich freue mich drauf, dich nackt zu sehen. Ja, das stimmt. Ja. Naja, aber es ist... Ich meine, der gemeinsame Urlaub ist halt Schritt 1. Ja. Gucken, wo die Reise hinführt. Alright, ja, dann trink mal einen. Ja, trink mal einen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Ja, du hast... Ich habe auch schon meinen Wein bestellt, übrigens. Ja, du auch da wieder ganz Schwabe. Ja. Denn ich weiß nicht, ich habe mit der Dame auch gestern, die hier die Weine kuratiert, gesprochen. Stimmt. Hier abermals ein tolles Beispiel, wie eben jemand mit großer Authentizität, auch Lokalpatriotismus. Denn am Ende habe ich einen Wein getrunken von Saale Unstrut. Sehr schönes Weingebiet. Wusste ich bis gestern Abend nicht, dass es das gibt. Als jetzt in Leipzig lebender Mensch. Ja, natürlich. Kenne ich genau. Mich jetzt aus. Absolut, genau. Da führt der Wochenendausflug halt nach Saale Unstrut. Bei mir ist es halt eher Baden oder auch Württemberg. Ich wohne sogar fast in einem Weinberg in Stuttgart. Also. Ja, ist auch wunderschön da. Thema Wein, wie gesagt, ne, ist ja, haben wir auch genug in Stuttgart und drumherum. Aber es wurde nachher ein Wein aus Saale Unstrut und sie hat mich da so eingeführt in die Weinregion und dass es eben sehr, sehr kalt sei und es natürlich eher schwierig ist. Und wenn die Durchschnittstemperatur oder diese manchen sehr harten Winter nicht wären, dann könnte man eben noch viel mehr Anschluss finden an auch bekanntere Weinanbauregionen. Jetzt ich wollte sagen, und da bin ich dann, genau, und dann ist es so, dass du dann über ein Tablet auf dem Zimmer die Weinkarte schon mal einsehen kannst ja, und eine Weinbestellung abgeben kannst. Und das habe ich eben heute schon gemacht. Du smarter Kerl. Ich bin nachher wahrscheinlich viel zu sehr damit beschäftigt, meinen Kids was zu essen zu holen. Und der Wein steht dann schon bereit, wenn ich komme. Und der ist schon gekühlt wahrscheinlich. Ja, sehr gut, smart. Und das soll aber nicht bedeuten, dass es lange dauert, bis jemand kommt und dich fragt. Das ging gestern rucki-zucki. Ich habe jetzt eher die Befürchtung, dass wenn der Wein schon da steht, dann kommt diese Dame ja gar nicht mehr bei mir vorbei. Zum Fachsimpeln. Zum Fachsimpeln. Ja, ich habe das am Rande mitbekommen, dass sie auch erzählt hat, dass sie über 1000 Positionen an Wein in ihrem Weinkeller quasi hat. Mhm. Und das hat mich auch schwer beeindruckt, was da alles steht. Ja. Also klar, zum einen, der Wein ist schneller da. Sparst doch 10%, für einen Schwaben halt wichtig. Oh ja, das ist, jetzt hast du mal den wichtigsten Punkt. Aber das Fachsimpeln fällt halt weg. Ja. Ich bin ja auch ein Genussmensch und mal gucken, ob sie auch kommt heute Abend, obwohl der Wein schon verkauft ist. Bestimmt. Ja. Wir probieren es aus. Thema Wald. Ich liebe es. Gutes Thema. Passt natürlich. Diese Nähe zur Natur so ein bisschen nochmal aufzubauen für uns als zwei Väter, die halt einfach Städter sind am Ende. Ich bin auf dem Dorf, auf dem Land groß geworden, meine Kinder tun es nicht, in Stuttgart. Und finde aber gut, dass man hier so den Einstieg in die Natur dann auch im Urlaub direkt hinbekommen kann. Es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass sobald du im Wald bist und wenn es nur eine Stunde im Spaziergang ist, baust du so schnell Stress ab, weil das so eine beruhigende Wirkung auf dich und deinen Körper und deinen Geist hat. Das ist faszinierend, ja. War letztens eine Frage bei Günther Jauch, wer wird Millionär, dass da sogar irgendwelche Stoffe wirklich abgegeben werden von den Bäumen, die also wirklich einatmen. Ja, also da muss ja am Ende einen Grund haben. Ja. Durchs Gucken allein oder Berühren wird es ja nicht funktionieren. Aber da muss irgendein Austausch stattfinden. Ja. Fand ich bewundernswert, was die Natur da auch wieder schafft. Ja, vorher haben wir es gesagt,
vieles von dem, was man erwartet und sieht, ist es da und es ist nochmal ein Tick besser. Beispiel Rutsche. Ja. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, seid ihr nicht komplett verrückt? Zum Beispiel. Also was es gibt, da muss man schon wieder aufs Budget natürlich achten als Schwabe. Ja? Mhm. Ah, ja. Es gibt ja eine Indoor-Boxauto. Also, ja, die sind geil. Bahn oder Strecke, was ich halt einfach nur vom Vasen kenne in Stuttgart. Ja, ja. Ja? Das, der Vasen für alle Nicht-Schwaben, das ist ja das Oktoberfest Baden-Württembergs. Ganz genau. Sozusagen ja, das zweitgrößte Volksfest ja der Welt. Und sonst ist es natürlich ein All-Inclusive-Angebot bei Familux, was sehr cool ja ist, weil du dir einfach keinen Kopf machen musst, außer der Alkohol. Ne? Der macht einen Kopf. Nein, der ist so gut. Und hier auch nur dafür musst du eben dir noch eine Münze an der Rezeption holen, mhm, um da diese Boxautos fahren zu können. Aber auch hier wieder einfach keine normalen Boxautos, sondern Dinger, die haben gar kein Lenkrad, sondern einen Joystick und du kannst dich da im Kreis drehen. Und mein Fünfjähriger hat den Zweijährigen vorne auf den Schoß gepackt, ja, hast sie beide angeschnallt. Also haben sie sich zu oft im Kreis gedreht? Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich früher durchgedreht wäre bei sowas. Also ja, ja, das ist eine andere Welt. Ja, ja, auch cool. Nebendran ist ja auch die Hüpfburg oder so eine, ja, Hüpf-Area, genau, die Hüpf-Area, wie so Ninja Warrior für Kids aus Hüpfburg. Mhm. Wahnsinn. Ja. Also, und ich habe auch viele Kids gesehen, die da sich teilweise ewig im Kreis gedreht haben. Und ja, ich dachte mir so, okay, genau, ja, jetzt geht es hier gleich im Strahl los. Aber ja, die haben das irgendwie hinbekommen. Ich weiß nicht, mir wäre es zu viel gewesen. Genau, und wenn wir so diese Reihe da unten mal weitergehen, kommt, glaube ich, als nächstes die Sporthalle. Ja. Es ist halt einfach eine Sporthalle. Ja, so ein Kleinfeld. Es ist nicht, irgendwie ein Keller, es ist eine Sporthalle mit einer Deckenhöhe, die bis in den ersten oder zweiten Stock reicht. Du kannst von oben runter gucken, wie in so ein Stadion nahezu. Kleinfeld, Fußball, Basketball. Da habe ich dann gleich am Tag noch der Anreise, vielmehr, bin ich rein mit meinem Großen. Ja, es war halt wie früher auf dem Bolzplatz. Ja, ja, voll. Die spielen da. Und es halt war irgendwie klar, kommen neue dazu, einer da und los geht's. Ja, Schuhe aus, um Verletzungen vorzubeugen oder dass mal alle gleich sind. Und ja, also ich glaube, das ist auch schwer, den Leuten klarzumachen, dass wenn sie irgendwo rein wollen, noch Hallenschuhe mit heller Sohle und so. Also von daher prinzipiell Schuhe aus und los ging's. Ja. Eben, ich habe auch von dem Mini-Club war dann so eine Mini-Olympiade, da haben die einen Mega-Parcours aufgebaut und ja, da haben die balancieren müssen, irgendwelche Bälle und Dinge durch die Gegend werfen, auch auf einer Mini-Slackline laufen müssen, war cool und immer zwei Betreuerinnen dabei, hat Spaß gemacht, die Mädels wollten direkt mitmachen, aber sie waren leider zu jung, es ging erst ab 6 los. Ja, und da muss ich sagen, weil wir futtern halt hier den ganzen Tag. Ja. Nicht nur wir Eltern, sondern natürlich auch die Kinder, inklusive Softeis. und es gibt natürlich Angebote wie das überdimensionierte iPad, digitale Angebote, gar keine Frage, die einfach auch Bock machen. Ja. Boah, ich muss noch in diesen Virtual Reality Room. Warst du schon drin? Nee, weil ich bin ich ja, wie gesagt, ganze Zeit nur mit meinen Kindern unterwegs. Ja, und, ich auch, aber ich muss da unbedingt noch rein. Ja, vielleicht müssen wir morgen einfach früher aufstehen und direkt erstmal nackt in diesen VR-Room rein. Da siehst du mich dann auch nicht, wenn deine Brille aufhast. Also, das ist aber schon eher was für, oder wie würdest du es sehen? Also, gibt es eine Altersempfehlung vielleicht, oder? Steht vielleicht dran. Weiß ich nicht, ich war nicht drin. Aber ich habe Kids da drin gesehen, aber auch einen Erwachsenen, der das gemacht hat. Und ich habe auch jemanden gefragt eben von dem Kids-Club, ob ich das denn auch ausprobieren dürfte. Mhm. So, ja, klar, mach. Okay. Probier es aus, sag Bescheid, dann stellen wir dir was ein, was du halt möchtest. Easy. Also, super spannend. Und hast du nackte Frauen gesehen, oder was haben sie dir eingestellt? Ich war noch nicht da. Ach so, okay. Ich muss noch rein. Mm. Ja. Aber soll es ja alles geben? Weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt. Vielleicht, ich glaube nicht, dass sie schon diese Vision Pro haben da von Apple. Ich glaube, ist nicht mein Gebiet. We will see. Ich gucke mir sowas an. Später Checkout morgen. Ja, definitiv. ich reiz das aus. Wir dürfen hier bis 17 Uhr bleiben. Ach, was? Die müssen um 17:01 mich hier rausschmeißen. Alter Schwabe. Ja. Ja. Nee, also ich war ja vor 3 Monaten hier mit einem Kumpel da und seinen 2 Kids, wie angesprochen. Und jetzt eben nochmal mit meiner Frau. Ja. Und wir haben in der Tat Dinge damals nicht entdeckt, die wir jetzt entdeckt haben. Hm.
Und jetzt kommen da nochmal von deiner Seite, deswegen finde ich es ja cool, damit jetzt ein bisschen zu quatschen, dazu, die mir eigentlich schon wieder Lust machen auf den nächsten Aufenthalt. Ja. Toll. Hört nicht auf, und da sprechen wir erstmal von der Hardware. Und dann gibt es natürlich das ganze Programm drumherum. Dieses Programm, das ist auch was. Was ich noch gar nicht an mich habe rangelassen. Wir haben das Programm vorher mal studiert und haben festgestellt, gestern Abend wäre eine Harry Potter oder so eine Hogwarts-Show für Kids da gewesen, in diesem riesen Theater. Und da habe ich vorher mal reingeguckt. Das ist ja. Habe ich noch nicht gesehen, ist ja. Ein Kinosaal, also wirklich Kinosaalgröße. Ja. Ja. Wunderbar angenehmes Sessel. Und da laufen auch tagsüber hier und da mal Filmchen für die Kids. Und abends gibt es dann eben da entweder Minidisco oder irgendeine Vorführung. Aber wir hatten auch nicht die Zeit bisher. Ist es dann eigentlich so, dass man einen Aufenthalt in einem solchen Hotel schon viel intensiver planen muss, wie früher, als wir vielleicht mit unseren Eltern unterwegs waren? Ja, wir hatten ja nichts. Nee. Was hatten wir? Stöcke und Steine. Ja, ja, klar. Nein, ja, aber dieser, wie heißt das? FOMO-Effekt. Ja, total. Also. Ja. Aber es ist ja auch schön, sich treiben zu lassen. Also ich kann den beiden was abgewinnen, und ich finde gerade in so einer Gelegenheit, wenn man halt mal mit der Familie intensiv Zeit verbringen kann, und da teile ich auch deine Meinung voll, ist es doch schön, einfach mit denen zusammen rauszugehen. Und auf der anderen Seite kann ich auch sehr gut verstehen, wenn manche die Gelegenheit aber auch nutzen und sagen, Kids, ihr seid jetzt heute mal ein, zwei Stunden im Kids-Club, Mama und Papa gehen in die Sauna und chillen da einfach mal ein bisschen. Ja. Also ich, wie gesagt, ich arbeite da noch dran, und das ist halt für eine Beziehung elementar. Ne? Also nicht nur natürlich im Alltag, sondern gerade auch in der Zeit des Urlaubs, wo man halt eher dann entspannter nochmal ist. Ja. Wir sind ja beide auch irgendwo das Jahr über gut eingebunden. Und dass man dann auch für die Beziehung, ne, als Paar, sich da diese Inseln baut und diese halbe Stunde, wenn es eine halbe Stunde ist, im Spa dann irgendwo freischaufelt. Und eigentlich kann es ja nur funktionieren. Entweder ich habe irgendwie Großeltern dabei, die sich in der Zeit ums Kind kümmern. Habe ich viele oder gesehen, ja. Ich greife auf so ein Angebot zurück. Genau. Weil wo soll ich sonst Eben, und darauf ist das ja auch ausgerichtet. Wenn ich mir angucke, der Kids Club, der bietet sogar an, dass die Betreuerinnen und Betreuer mit den Kids Mittagessen, sogar Abendessen, beziehungsweise könntest du mit den Kids zusammen früh Abendessen, da geht es schon um 17.30 Uhr das Kids-Buffet los, habe ich jetzt vorher erfahren. Und es gibt ja, gerade wenn du ganz junge Kids hast, manchmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr esst schon jetzt, aber Mama und Papa wollen diese 4 bis 20 Gänge, die wir halt so essen, genau, einfach auch in Ruhe erleben. Und dann haben die bis, ich glaube sogar 20, 20:30, 21 Uhr den Kids Club geöffnet und machen mit denen dann halt Späßchen, hier die Mini-Disco und so weiter. Ja. Weißt du, was es noch geben müsste? Dass auch die Kinder ins Bett gebracht werden danach. Dann kannst du direkt. Die Herausforderung ist ja dann. Kannst du nach dem 20-Gänge-Menü mit deiner Frau direkt noch an die Bar? Ich lieber jemand, der sich morgens dann um die Kids kümmert, wenn die früh aufwachen. Ey, du, meiner hat sich auch hier in puncto Vorfreude auf dieses Stockbett gefreut. Ja. Ja. Haben wir halt zu Hause auch nicht. Nee, wir auch nicht. Und in der ersten Nacht steht er halt mitten um 2 Uhr auf und sagt, er will nicht mehr an diesem Stockbett schlafen. Ey, und was habt ihr gemacht? Ja, da bin ich konsequent geblieben. Gitter zugemacht, ja. Nein, Gitter zugemacht. Ist auch echt ein Gitter, gell? Ja, da kannst du die einsperren. Ja. Also, ja. Sie können theoretisch drüber klettern, aber. Vorhängeschloss fehlt noch. Aber sie bleiben zumindest oben. Ja. Also das Argument, was er dann nachts um 2 gebracht hat, hier kann runterfallen und so weiter, zählt nicht. Nein. Sondern es war halt einfach so, er kannte Stockbett nicht. Ja. Es war irgendwie zu nah an der Decke, okay, keine Ahnung. Und nee, bin ich konsequent geblieben. Klar, war eine gewisse Diskussion und ist der Kleine aufgewacht? Auch mit dann aufgewacht, wobei der ist ein bisschen entspannter als der Große. Also irgendwie haben wir es am Ende hinbekommen und wir sind dann erst um 17:30, glaube ich, aufgewacht wieder. Ach, ja. 17:30? Und dann war die Nacht vorbei. Hast du schön deine 4 bis 5 Stunden Schlaf gehabt? Ganz genau, hatte ich. Ja, man hätte es als Paar so viel machen können. Ja, aber ist doch auch schön. Also ich meine, als Familie hierher zu kommen, finde ich, du kannst die Möglichkeiten sind unendlich. Also wir haben auch echt viel Zeit verbracht in diesem Gaming Room. Du hast mir erzählt, du hast ihn gar nicht gesehen beim letzten Mal, richtig? Nee, beim letzten Mal nicht, diesmal schon. Kurz nochmal Thema, das hast du halt im normalen Hotel, um dann einen Vergleich zu ziehen, natürlich nicht. Auch nicht in der Junior Suite im 5-Sterne-Haus, dass Kinderzimmer, Schlafzimmer der Kinder und
Hauptzimmer, wie auch immer man das nennt, also mhm. Schlafzimmer der Eltern, so klar voneinander getrennt sind. Das stimmt. Ja, also es ist nicht eine Türe irgendwie, die ich zuziehe oder ein Vorhang oder was auch immer, sondern es sind zwei Räume. Und wenn die Kinder schlafen, hast du erstmal den Raum für dich, der auch noch zudem einfach super, ich will jetzt nicht so sagen romantisch gehalten ist, aber einfach schön ist. Ja. Ne? Gut finde ich auch, dass die Kids halt auch selber ein Fenster im Zimmer haben oder wie ganz hier genau. Im Chalet eine Terrasse sogar. Ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, können wir die eigentlich abschließen? Ich weiß nicht, manche Kids sind ja abenteuerlustig und experimentieren. Bis jetzt hier ich meine, so ein Schloss gesehen zu haben. Ich bin jetzt okay. Müssen wir nochmal gucken. Müssen wir nochmal gucken, ja. No. Damit du dann nachts besoffen nicht rausfällst. Ne? Naja, gut. Du hast mich gerade auf was angesprochen, Game Area, nee, habe ich letztes Mal nicht gesehen, aber auch klar, ich meine, da gibt es halt nicht nur das normale Tischfußball, sondern da gibt es irgendwie so einen Two-Tischfußball mit Glashaube, mit einem Screen, wo der Spielstand digital gemessen wird, wo ein Jubel kommt. Ja. Brauche ich nicht immer, aber hat halt wirklich nicht nur für meine Jungs, sondern auch für mich einen gewissen Unterhaltungswert. Und als Fußballfan obendrein fand ich gut. Ja. Also wir haben intensiv dieses, wie heißt dieses Ding, diese Curling-ähnliche, Handcurling vielleicht, ich weiß es nicht. Eishockey. Ja, genau. Wo die Luft diesen Puck einfach hochhält und du dann da schießt. Gibt es ja in zwei Varianten. Einmal rein manuell. Luft, genau, ja. Und einmal wie so ein Luftkissenboot. Genau, und das mit dem Luftkissen. Abgefahren, ja. Intensiv gezockt. Also wirklich jeder gegen jeden und ich wusste gar nicht, wie ich das anschalten. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man das anschalten muss. Ich habe auch lange geguckt, da gibt es einen Startknopf, dem mir dann tatsächlich ein anderes Kind gezeigt hat. Ja, mir hat eine andere Mutter gezeigt. Ich habe eigentlich gedacht, warum hat das Ding zweimal? Ja? Mhm. Und warum bewegt sich das Ding da so schlecht, dieser Puck? Aber Wahnsinn. Was fehlt denn dann eigentlich noch so für die Vollkommenheit? Also wir beschweren uns, beschweren uns nicht mal auf einem hohen Niveau, aber so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, nachts, wenn du halt gerade raus musst, wenn ein Kind plärrt oder irgendwas ist, vielleicht muss der aufs Klo. Stimmt, ja. Was mir noch gefehlt hat, das wäre so das Tüpfelchen auf dem I, wären noch Bewegungslichter, so Nachtlichter, die angehen, sobald eine Bewegung erkennst, die halt unaufdringlich sind, die nur irgendwie indirektes Bodenlicht sind oder sowas. Das wäre dann so perfekt. Wie man es halt eigentlich auch zu Hause hat, ne? Also das wurde halt einfach schlichtweg vergessen, würde ich sagen. Eben. Ja. Aber können wir denen ja mitteilen. Ich bin mir sicher, dass sie da irgendwas, eine Lösung finden. Das ist eine Sache, die lässt sich nachrüsten. Eben. Mein Wunsch wäre noch so ein Fumoir gewesen, weißt, wo die Männer, Väter einfach eine Zigarre abends puffen können. aber kannst ja auf die Terrasse gehen. In Waldoptik. Nein, aber stell dir mal vor, nicht nur so eine Adults Area, sondern einfach auch eine. So ein Man Cave. Einfach so ein Männer. Man Cave mit den Whiskey-Bollern überall, ja. Wow. Ja, das ist ein interessanter Punkt, ja. Also stell dir vor, ne, Kinder werden vom Hotelpersonal ins Bett gebracht. Du bringst Frau ins Bett. Und dann gehst du mal raus. Ja, ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, wo wird denn jetzt die Bundesliga gezeigt? Also, ja, das wäre perfekt dort für den, also der Man Cave. Ja, Leute, Familux, hallo, bitte uns. Jack. Man-Lux. Man-Lux. Ja. Ich habe auch letztes Mal schon nicht verstanden, diese Eismaschine wieder zu stoppen. Ach so? Mhm. Das heißt, ich habe sie angemacht und dann lief das Eis. Ja gut, den Hebel muss man am Ende hatte ich ja, aber ich hatte irgendwie am Ende so drei Becher nebeneinander. Meine Jungs, die haben sich halt kaputt gelacht. Und der Schwabe schmeißt ja auch nichts weg. Ja. Nee, hast du alles gegessen. Hast du dann da einfach alles gegessen. Ja. Nee, sehr gut. Was wollte ich noch erzählen, was mir besonders positiv aufgefallen ist noch, du hast ja auch vorher schon mal das Tablet erwähnt, das im Zimmer steht, oder sogar im Chalet in mehreren Zimmern. Ja. Da kriegst du dann eine Message, wo dir freie Spa-Behandlungsplätze angeboten werden. Wenn du schnell bist, kannst du es direkt dann buchen. Da träume ich nur von, aber du hast das natürlich entdeckt. Ja, ja, das finde ich, hallo. So Tech-Zeug, das liebe ich doch. Ja, also insgesamt auch generell diese Guest-Journey, die technologische Seite, wie du dich davor schon anmelden kannst, also deine
deine Kids sozusagen für den Kids-Club auch anmelden kannst, irgendwelche Allergien und sonstige Dinge hinterlegen kannst und das vorab schon. Alter wird abgefragt und so weiter. Ne? Ja. Oder Kontakt, Telefonnummer. Sind so Kleinigkeiten, die finde ich einfach toll und es ist ein schöner Prozess. Und wenn wir vielleicht nochmal kurz über das Personal sprechen, was ich sehr, sehr löblich finde und ich glaube, dass das weiß das Personal hier auch zu schätzen, ist, in jedem Zimmer und auch im Chalet liegt eben so ein Tippumschlag. Aber auf dem Umschlag, also klar kannst du da Tipp reingeben, aber was ich noch viel cooler finde. Fußballergebnisse, was meinst du? Nee, pass auf. Nee, Tipp. Tipp, Trinkgeld. Das ist Englisch. Ach, ich habe das letzte Mal vom VfB denn. Hast du einfach. Ja. Da haben die sich bestimmt gefreut. Also, ja. Ja, schön, Tippspiel. Tippspiel. Stark. Nicht schlecht. Auf die Idee musst du auch erstmal kommen, aber das ist ein Trinkgeld. Ein Umschlag für Trinkgeld, Kollege. Aber du hättest mal den QR-Code, der da draufsteht, scannen sollen. Ja, kriegst dann Spendenbeleg, oder? Nein, du kommst dann auf eine Übersicht oder auf eine Webseite und suchst dir dann das Hotel aus, in welche der 4 Fermilux-Hotels du eben gerade bist. Mhm. Und dann kannst du online den Tipp bezahlen, wenn du möchtest. Du kannst da gewisse Beträge angeben oder halt einen eigenen eingeben. Und das Schöne ist, da wird dir halt auch erklärt, dass das jetzt nicht nur für die eine Abteilung hier an der Bar ein bisschen was oder Küche oder eben Housekeeping, sondern das wird offenbar fair geteilt. Und den Prozess finde ich cool. Also der ist gut, weil schön aus. Natürlich habe ich keine Fußballergebnisse draufgeschrieben. Aber beim letzten Mal war tatsächlich das Bargeld knapp. Und letztes Mal war ich definitiv nicht hier aus dem Hotel rausgegangen und hatte auch gar keinen Bock, da irgendwie in Oberhofen einen Geldautomaten noch zu suchen. Das Geld, wo ging das eigentlich hin? Weil ich hatte einen Fuffi dabei. Ah, genau, von meinem Kumpel, seine Tochter ist im Schwimmbad irgendwie ausgerutscht und musste dann tatsächlich mit dem Taxi hier ins Krankenhaus gefahren werden, nach Suhl. Und das hat halt einfach das Bargeld dann, was wir zusammengekratzt hatten, gekostet. Somit hatte ich nicht so viel dabei, wie ich gerne gegeben hätte, aber habe das dann einfach bei der Abreise auch gar nicht gesehen. Aber gut, nee, passt für morgen. Für morgen generell, weil ich bin wieder genauso weit mit meinem Bargeld. Nee, du, ich trage auch gar kein Bargeld mehr mit mir rum, ehrlich gesagt. Und deswegen liebe ich solche kleinen Dinge, die ich sage mal, technologisch interessierten Menschen, modernen Menschen in gewisser Weise da auch Entscheidungen leichter fallen lassen, weil bevor man da dann rummurkst und sagt, hier, sorry, Ja, ich meine, am Ende ist es ja nicht nur eine Bequemlichkeit für uns als Gast, sondern auch fürs Personal, für die Reinigungskraft einfach. Ja. Eine Möglichkeit, sich der Reinigungskraft in dem Maße erkenntlich zu zeigen, wie es man es halt einfach auch sieht und unbestritten. Also die Zimmer, die waren hier an allen Tagen gereinigt. Ich weiß gar nicht, wann sie das gemacht hatten, aber irgendwie immer genau in dem Moment, wo wir halt einfach mal gerade nicht da waren. Ja. Ich glaube, es wäre dem Frühstück sogar. Ja. Tatsächlich, also wir haben bewusst drauf verzichtet, weil wir uns gesagt haben, komm, wir sind wo jetzt. Wo ging das schon wieder? Wie bitte? Drauf verzichten. Na, wir haben gesehen. so ein gab es was sonst dafür? Ja, so ein Hänger. Nein, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, habe ich nicht gemacht, aber da hat dann auch, weil ich das eigentlich erleben wollte, hat meine Frau gesagt, jetzt halt mal den Ball flach hier. Wir sind jetzt nur noch diese eine Nacht zusätzlich da. Da können wir ja wohl auf die Reinigung verzichten, okay. Kollege. Mach mal. Hier, häng mal dieses Schild da jetzt an die Tür. Und das habe ich gemacht. Und das Schöne ist, da kommt dann quasi keine 5 Minuten später war schon ein Schild dran. Hey, wir wollten ja eigentlich rein, aber ihr habt ja das Schild dran, falls ihr es doch geputzt haben wollt. Ah, also nochmal eine Rückfrage, ob es ein Versehen war. Ja, meldet euch doch noch bis 17 Uhr und dann können wir euch gerne noch Handtücher oder sonst was. So super, deine Frau hängt das Schild raus und dann kannst du nochmal sagen, kommt doch. Ja, hey, jetzt ist schon zu spät. Zweite Chance. Ja. Ich war mal im Hotel. Die hatten auch so einen Modus, da konntest du auf den Knopf drücken. Nee, braucht keine Reinigung und versprochen wurde halt irgendein Geschenk am nächsten Tag, irgendeine kleine Creme oder was. Und da gab es dann einen Schwaben, das haben sie mir berichtet. Der war eine Nacht da und hat sich dann eben am nächsten Tag beschwert, dass er dann eben nichts bekommen eigentlich keine Reinigung braucht und keine gewünscht hat und nichts bekommen hat. Ja. Naja. Ja. Aber
man sieht es ja und ich meine, klar hat jeder sein Haushalt und weiß ja, zu Hause zu kochen, zu essen, wenn du irgendwie am Wochenende viermal am Tag dich an den Tisch setzt mit den Kindern, ja, mit den kleinen Kindern, was das für eine Putzerei ist. Voll. Ja. Ja. Und da habe ich einfach riesen Respekt hier für, wie das organisiert ist, mhm, und wie die Leute, einfach das Personal, das auch einfach am Ende machen und durchhalten. Ja. Weil, kann man sich ja vorstellen, bei einem reinen Familienhotel, family only, also darfst du jetzt gar nicht, darfst natürlich nicht kommen, wenn du keine Kinder hast. Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ja, ist so. Ja. Ah, schade, sonst wäre ich mal einfach nur so hergekommen. Ohne die Kids. Einfach. Also Großeltern, ja, haben wir ja schon gesehen, ne? Ja, ist ja natürlich da, will mich jetzt noch nicht irgendwie irren, ja, aber ich glaube schon so. Also muss schon irgendwie Kinder dir irgendwo ausleihen und mitbringen, um ja mal schlafen zu dürfen. Ja. Aber nein, man meint ja dann, boah, also da sieht es halt aus wie ein Kinderhotel. Aber nee, ist halt nicht so. Das ist dermaßen von Prozessen her aufgebaut, aufgesetzt. Da wird dir halt, da läuft halt immer einer rum. Ja. Und auch wieder, hier spricht der Tech-Nerd, da gibt es auch einen kleinen Roboter, ja, der hilft beim Wegtragen. Mhm. Da stapelt dann das Personal. Also wirklich, du hast einen leeren Becher und du guckst weg und der ist weg. Ja, ja. Hier wuselt es wirklich sehr stark von Kids und ich frage mich auch, wie es hinbekommen, weil die ja rennen hier rum wie die Verrückten, reiten auf so kleinen Pferdchen rum, dass da nicht mehr irgendwie runterfliegt oder abgeräumt wird, aber ja, ist alles relativ safe. Ja, oder ich meine, das ist eine andere Wahrnehmung, ja, die ich habe, hat auch meine Frau mich darauf angesprochen. Am Ende sind wir natürlich ja doch irgendwo in der Bubble auch unterwegs. Yeah. Das heißt, das sind irgendwo am Ende doch Familien und Kinder aus guten Haus, muss man sagen, unbestritten. Sagen wir wohlhabend. Ja, gut, wohlhabend. Weiß ich nicht. Wohlhabend. Und damit verbunden die Hoffnung, dass man halt, also das kann man nicht gleichsetzen, keine Frage. Ja. Oder diese Recherche, da müsste man noch ein paar Familienhotels besuchen. Ja. Du und ich, können wir gerne machen. aber nee, es liegt am Ende nicht nur an diesen verschiedenen Orten, dass man sich da irgendwie so auch ein bisschen voneinander verstecken kann und sich nicht immer nur begegnet. Aber ich finde einfach generell die Atmosphäre unter den Gästen sehr respektvoll. Ja, ja. Klar, und man kann auch mal ein Kind durchdrehen und schreien, ganz klar, das sind wir alle gleich. Aber untereinander, zwischen den Eltern, zwischen den Kindern auch, sehr respektvoll. Und verständnisvoll auch. Und also, verständnisvoll, ja, ja. Und das hat am Ende natürlich doch auch was mit der Bubble zu tun, mit der Erziehung. Oder zumindest mal darauf Wert zu legen, gewissen Wert drauf zu legen. Ja. Ja, mag gar nicht bei allen funktionieren. Aber ich finde auch, ja, wie du sagst, also mir, das macht es angenehm, kaum irgendwelche negativen Dinge aufgefallen im Umgang mit den anderen Gästen, wo du ja teilweise in anderen Hotels manchmal denkst, so, ja, müsst ihr jetzt hier 8 Liegen auf einmal belegen? Mhm. Einmal, erstens kommt das ja auch nicht vor, weil du genug Platz hast. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite eben dieser respektvolle Umgang miteinander und auch das Verständnis, weil ja, Kids ticken halt auch manchmal aus. Mhm. Ist halt so. Und da schaut dich dann auch keiner schräg an. Mhm. Im Gegenteil, sogar das Personal kommt dann und fragt, hey, kann man irgendwie helfen? Ja, mag auch mit zusammenhängen, dass die Kinder natürlich hier einfach alles Kinder sind, die irgendwie viel sehen, viel gesehen haben. Also mit anderen Menschen, mit Erwachsenen, ja, einfach. Ja. Ne, so ist die Welt aber nicht. Ja. Ja, das wissen wir ja auch. Und wir gucken uns halt hier einfach mal ein ganz besonderes Produkt heute an. Aber ja, es ist am Ende, es zahlt ein auf dieses Erholungskonto, dass wenn man sich das auch mal gönnt, ein Aufenthalt. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht lass uns noch mal kurz drüber sprechen, weil muss ja nicht immer sein. Es ist nicht unbedingt günstig. Genau. Im Gegenteil. Also wenn du hierher kommst und einen vierstelligen Betrag teilweise pro Nacht zahlst, dann erwartet man ja auch gewisse Dinge. Aber ehrlich gesagt wurde ich da jetzt nicht enttäuscht. Ich habe eher den Eindruck gehabt, ja, das, was geboten wird. Und gerade wenn man halt mit zu viert, teilweise zu sechst, sieht man ja auch, und hier in dem Chalet könnten wir zu sechs oder zu acht, gibt es ja auch manche Häuser, gut leben. Absolut nachvollziehbar. Und das Schöne dabei ist, ich habe den Eindruck gewonnen, es landet halt nicht in irgendwelchen Taschen von irgendwelchen Besitzern, die besonders reich sind und die das dann eincashen, sondern man hat auch den Eindruck gewonnen, dass das Personal davon was hat. Das fühlt sich wohl behandelt, entsprechend gut ist der Service. Und ja, das weiß ich zu schätzen. Ja. Genau das. Ja. Also der
Koch ist einfach nicht nur der Koch, aber der Koch hat einfach garantiert diese Bindung zum Gast einmal, zweimal am Tag, ist einfach Mitgastgeber. Ja. Und das liebe ich halt. Ne? Klar, da gibt es eine Familie im Hintergrund, die einfach die Familux-Ressorts, vier Stück sind es, aufgebaut haben. Jetzt in zweiter Generation. Mhm. Aber dann ist es einfach nochmal der Unterschied, dass du auch einfach deine Leute, das Personal zum Mitgastgeber machst, die sich so fühlen. Und das kannst du ja nicht irgendwie oktroyieren, sondern die fühlen sich so oder die fühlen sich nicht so. Ja. Aber es spürt man. Und das spürst du. Und hier auch, und es mag in Österreich, oder da ist es genauso, die bringen auch so die sind nicht nur Gastgeber vom The Grand Green House, sondern sind auch irgendwie Gastgeber ihrer Region. Mhm. Und für mich als Stuttgarter, auch da, offen und ehrlich, ist jetzt hier der Thüringer Wald nie in meinen letzten 38 Lebensjahren eine Urlaubsdestination gewesen. Ja. Von Stuttgart hast du halt irgendwie den Schwarzwald, Frankreich ist nicht weit, Schweiz wird seit ein paar Jahren eher ausgeklammert, weil es da halt wirklich unbezahlbar ist, ganz klar. Aber dann natürlich Österreich. Ja. Oder Allgäu. Oder Südtirol. Ja. Ist auch nicht so weit. Ja. Oder Südtirol, ganz genau. Hier haben wir jetzt aber als Familie einfach einen neuen Landstrich, Menschen kennengelernt, die ja auch wirklich ein super, super spannend, sage ich jetzt mal, einen Hintergrund haben. Ne? Wir sind einfach in Thüringen, die Wände, die sind einfach anders auch groß geworden, sozialisiert. Ja. Und da einen Anschluss auch zu finden an ein in Teilen immer noch anderes Deutschland. Den ich aber ohne den Urlaub nur schwer so hinbekommen, hinbekommen würde. Weil ich mich eben mit den, ich gerne, ja, aber die Menschen sind auch sehr offen, hier mir begegnet, mich einfach gerne mit denen einfach in so einem Plausch austausche. Ja. War die Dame, sehr cool, die mir den Wein offeriert hat, genau. Seile Unstrut und so weiter. Ja, nee, aber kommunikativ. Ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ja, ich lebe jetzt in Leipzig und ganz ehrlich, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war der Osten Deutschland für mich zwar existent, aber ich hatte null Beziehung dazu. Mhm. Nicht, dass ich da nicht hin wollte, sondern ich war halt so in meiner so Fahrtabhängigkeit ein bisschen. Ja. Südwest-Bubble. Ja, genau, ganz genau. Und ja, aber es hat hier so wunderschöne Ecken und Oberhof steht dem in nichts nach. Du kannst hier gerade, was Natur betrifft, was Sport betrifft vor allem, es ist auch faszinierend. Hier war jetzt auch vor kurzem noch die Special Olympics quasi. Ich glaube, aber nur für Deutschland. Auch schön, wo du wirklich ja viel entdecken kannst. Und ich habe jetzt auch heute gelesen, theoretisch gibt es ja hier auch diese Bobbahn. Da kannst du auch sogar als Gast mitfahren. Ja. Aber davon abgesehen, ja, die Menschen hier sind nicht weniger interessant, im Gegenteil sogar, auch wenn sie komisch sprechen. Nein. Ja, tun wir Schwaben auch. Und wie? Nein. Aber es ist echt angenehm, einfach auch mal andere Dinge kennenzulernen und dadurch auch immer in andere Kulturen einzutauchen. Und ich finde, dass wir das Grand Green, auch Oberhof, dadurch nochmal einen Ticken interessanter für viele Menschen gemacht haben. Ja, ja. Zugänglicher. Wahrscheinlich hier sonst nicht so oft vorbeigekommen wären. Ja. Und ich habe heute natürlich auch mit dem einen oder anderen gesprochen, hier von Familux. Und da meinte die eine Dame, die hatte eine Annahme, dass viele gerne auch hierher kommen, weil sie hier im Winter, wir sind jetzt gerade im Winter hier, einen Winterurlaub haben, ohne diesen Skitrubel zwingend um sich rum zu haben. Ja, verstehe ich. Also klar, ohne Après-Ski und ja, genau, was meinst du? Klar mögen sich die Oberhofer hier ein bisschen mehr Schnee wünschen, als es den halt vielleicht gerade jetzt gibt, während unserem Aufenthalt. Aber ansonsten ist es schon natürlich nicht in der Dimension gegeben, wie zur Winterzeit in anderen Ortschaften. Ja. Das heißt, ich kann einen besinnlicheren Winterurlaub machen als Familie. Ich kann meinen Schlitten ziehen, ich kann auch Schlitten fahren und so weiter. Ich kann vielleicht auch Langlauf und Skifahren. Aber es ist halt nicht Herzstück, sage ich mal. Es ist jetzt nicht der Skiurlaub, sondern es ist halt ein Winterurlaub. Ja. Absolut. Ja, genau. Du hast hier kannst eintauchen und auch wieder eben wahrscheinlich
andere Erlebnisse haben, ein bisschen mehr in die Natur genießen, als jetzt so ein durch Disneylandisiertes Wintererlebnis, ganz wie genau, du es in manchen anderen Destinationen dann hast. Ja. Absolut. Ja, ich habe heute ein bisschen mich zurückgehalten, so einen Tag über. Inwiefern? Was das Essen angeht. Ich habe meinen Wein bestellt. Ja. Ich hoffe, der steht schon parat. Ja, wahrscheinlich, also unsere Frauen sind schon da, wenn ich so auf die Uhr gucke. Wir haben uns ein bisschen verquatscht hier. Gut, dass das Handy aus ist. Aber so ist es halt, ne? Ich glaube, es gab eine Menge zu erzählen. Hat auch richtig Spaß gemacht. Fand ich auch. Mal diese unterschiedlichen Perspektiven da einzunehmen und so auch nochmal, ja, verdammt nochmal, ist mir wieder einfach wieder Dinge untergekommen, die ich diesmal nicht gesehen habe. Mhm. Ja. Aber next time. War nicht das erste Mal und nicht das zweite und nicht das letzte Mal in Oberhof für uns. Gibt 1000 Gründe und würde ich schon sagen. Jetzt trinken wir noch einen Schluck aus. Oh ja. Genießen die letzten Minuten, bevor es wieder... Ach, ich finde es gar nicht mehr so scheiße. Das Schöne ist ja, die Kids verstehen sich ja gut, weißt du? Ja. Hoffentlich sind sie nicht so müde. Ich habe die Befürchtung, vielleicht war es echt viel Action tagsüber. Ja, weil wir echt viel mit denen gemacht haben. Mhm. Unter Umständen. Ja, klar. Wird's das ist weinerlich. Ja, doch unruhig wird beim Abendessen, ja. Schauen wir mal. Ja. Mhm. Aber wir werden es trotzdem genießen. Wir werden unser Weinchen trinken. Wir werden was Leckeres essen. Mehrfach. Und morgen früh Lack duschen. Nicht duschen, rutschen. Duschen sowieso. Aber rutschen. Wir werden das dokumentieren. Ja. Da bin ich ja gespannt drauf. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht machen wir noch so einen OnlyFans-Account auf. Einfach. Richtig gute Idee. Einfach Upgrade zu dem Format. Ja. Naja. Jetzt, bevor wir hier mit noch guten Ideen ums Eck kommen. Ja, der Wein ist einfach gut. Ja, aber jetzt mal, genau. Zurück zur Familie. Die Pflicht ruft. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Schön war es hier. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.